Moin Leute! So, heute wird es mal wieder spannend für alle, die zu Hause eben etwas mehr wollen, auch hinsichtlich Internet of Things Sicherheit, ja, aber sich eben nicht total verschulden wollen. Dazu hatte ich ja schon mal den absolut genialen Flex Mini vorgestellt, ja, ein 5-Port Managed Switch für unter 30 Euro, ja, der eben auch über ein PoE, also Power over Ethernet, gespeist werden kann, ja, und eben über die Unify-Oberfläche gemanagt werden kann. Doch jetzt gibt es auch endlich, ja, bei uns die Weiterführung dazu, eben ein Switch Lite Serie, ja, die den meisten von euch da draußen bestimmt reicht. Also seid gespannt und bis gleich. So, bevor wir uns um die Produkte auf der Seite kümmern und zu Gemüte führen, ja, noch ein Aufruf an dich. Ja, wenn dir gefällt, was du hier siehst und eben noch kein Abo hast, ja, dann freue ich mich, dich bei uns begrüßen zu dürfen. Ja, nur so kann ich wachsen und euch eben noch mehr tolle Produkte vorstellen. Es kostet auch eben nur ein Klick und ist garantiert nicht umsonst. So, jetzt aber weiter im Text. Ja, gehst du auf den Shop, bekommst du unter Recommended passend zur Dream Machine Pro Ebene passende Profi-Switche. 24 oder 48 Port mit 10G SFP Plus Ports. Jetzt ist nur die Frage, brauche ich das eben als privater Nutzer? Wenn du nichts mit Lichtwellenleiter oder kupferbasierten Kabeln zu tun hast, ja, dann wohl eher weniger. Einige von euch wollen vielleicht einfach nur ihr WLAN aufbohren und eben hinter der Fritzbox oder eben dem Glasfaseranschluss die Möglichkeit haben, die IoT-Geräte zu trennen. Stichwort dabei ist WLAN, also logische Teilnetze. Ja, um dich abzuholen, die Fritzbox besitzt zum Beispiel mit dem Gäste-WLAN ein beschränktes Teilnetz, ja, was aber leider auch in der Funktionalität sehr eingeschränkt ist. Ja, wer mehr über WLANs wissen möchte, habe ich mal etwas dazu vor längerer Zeit gemacht. Ja, ich verlinke euch das mal unten. So, jetzt klicken wir mal einen Reiter weiter. Ja, und sehen eben neben dem Flex Mini die neue Lite-Serie, also eben 8- oder 16-fach-Variante, was für viele möglicherweise ausreichen sollte. Ja, der Lite ist ein Full-Managed Layer 2 Switch. Ups, die Profis von euch werden jetzt aufhorchen und sagen, halt, wie nur Layer 2? Ja, ohne zu sehr in die Netzwerktechnik einzusteigen, versuche ich dir im Laufe des Videos trotzdem ein wenig näher zu bringen, ja, ob dieser Switch dann eben was für dich ist oder du vielleicht doch eben zumindest einen Pro-Switch zusätzlich benötigst, der eben auf Layer 3 Basis agiert. So, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns aber endlich das Teil mal im Nahen an. So, dazu öffnen wir den mal. So, wunderbar. Und dann gucken wir hier mal rein. Jawohl, ja. Da haben wir zum einen den Switch. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, den auch so mit Strom zu versorgen. Das liegt auch entsprechend bei. Wunderbar. Gut. Ja, und das war's. Viel mehr gibt es hier nicht. Der ist wirklich genauso klein und süß. Wie eben der Flex Mini ist entsprechend halt auch genauso aufgebaut. Das heißt hier der kleine und hier eben die größere Variante dazu. Ja, natürlich hier dann auch entsprechend alles Plastik. Oh, viel mehr gibt es hier eigentlich gar nichts zu sagen. Das heißt einmal die 8 Ports. Und einmal hier das Netzteil mit eben 60 Watt. Da kann man nämlich dann entsprechend auch noch weiter versorgen über PoE. So, jetzt sieht man hier die USG und natürlich den 8-Port-Switch. Ja,
Der gelbe ist natürlich der Warneingang, der grüne ist ein kleiner 5-Port und jetzt schließen wir hier auf eben den zweiten LAN oder natürlich auch WAN, je nachdem, aber hier ist er jetzt LAN, den 8-Port-Switch an. Ja, danach gehen wir natürlich auf die Oberfläche und schauen mal, ob er entsprechend da ist. Ja, was soll ich sagen? Damit gab es ein kleines Problem. Ich hatte nämlich nicht gesehen, dass eben mindestens 5.13.10 benötigt wird. Also mussten wir das nochmal installieren. Ja, das ist so, dass Debian das in der Standard-Update-Geschichte eben nicht hergibt. Deswegen musste ich das manuell machen. Ja, nachdem wir das geschafft hatten, war das aber gar kein Problem, wie ihr hier seht. Und ich konnte ihn ins Netzwerk aufnehmen. Ja, Leute mit einer Dream Machine Pro haben, glaube ich, da auch noch ein kleines Problem. Eben mit der Unify Controller Software. Ich glaube, das funktioniert allerdings dann mit einer Beta. Da müsst ihr entsprechend mal schauen. Ja, gibt hier natürlich entsprechend ganz viel zu entdecken. Man sieht hier entsprechend die vier PoE-Ports zum Versorgen. Ja, Unicast und Multicast kann auch eingestellt werden. Ja, und als Laie sollt ihr Spanning Tree auf jeden Fall angeschaltet lassen, damit eben Schleifen verhindert werden. Ja, wenn ihr Probleme mit den Datenraten habt, könnt ihr versuchen, die Jumbo-Frames entsprechend dann mal zu aktivieren, um eben entsprechend größere Datenpakete zu bekommen. So, jetzt nicht erschrecken, denn das Bild ist das endgültige. Hier habe ich zwei Raspis entsprechend schon verbaut zum Prüfen und hier zwei Flex, die entsprechend natürlich dann am 8-Port sich befinden, um das Ganze eben entsprechend prüfen zu können. Die werden natürlich per PoE dann versorgt. Also das funktioniert schon mal 1A, wirklich eine schöne Sache. Damit lässt sich einiges anfangen. Ja, hier sieht man noch mal eben die PoE-Ports. Ja, und 1,38 Watt für so ein Flex Mini, das ist ja nun wirklich ganz und gar nichts. So, dann würde ich sagen, ich hole euch noch mal ab, indem ich noch mal ganz kurz eben das Netzwerk-Setup zeige. Das heißt IoT 77 WLAN und eben das andere. Ja, und dazu das Profile. Das heißt, hier kann man ja entsprechend ja tagged und untagged entsprechend setzen. Das funktioniert hier ja bei Unify ein kleines bisschen anders. So, jetzt sieht man hier nochmal die verbundenen Raspis, die eben auf dem Flex Mini hängen. Und man kann natürlich hier entsprechend dann die WLANs einstellen. Und wenn man jetzt hier unten schaut, jawohl, da ist auch der Raspi entsprechend vorhanden. Also schöne Sache das Ganze. Funktioniert doch soweit. Wunderbar. Ja, hier noch mal in groß geschaut. Also alles da soweit funktioniert. So, ziehen wir mal ein kleines Fazit. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend, weil doch natürlich ganz schön viel auf einmal. Also, wenn wir uns den 8-Port-Switch anschauen, hat er natürlich auf jeden Fall schon mal wesentlich mehr als eben der kleine 5-Port Flex Mini. Ja, auf jeden Fall kann ich hier ja mich auf die Oberfläche schellen. Das heißt,
Im Gegensatz eben zu diesem Flex Mini kann ich eben über Befehlszeile agieren. Das ist eine schöne Sache auf jeden Fall. Die vier PoE-Ports sind eine schöne Sache. Ihr habt es ja hier gesehen. Ich habe hier einfach mal zwei Flex Mini versorgt, die natürlich wirklich sowieso überhaupt nichts verbrauchen. Das ist eine schöne Sache. Damit kann man ein schönes Setup auf jeden Fall schon mal aufbauen. Auch schön ist die Link-Aggregation. Das funktioniert eben mit dem auch. Das funktioniert natürlich auch nicht bei den Kleinen. Also ihr seht, insgesamt kriegt man da definitiv schon mal wesentlich mehr fürs Geld. Und so teuer ist der entsprechend ja auch nicht. So, das WLAN-Geschichten hatte ja auch funktioniert. Das heißt, die Raspis waren entsprechend separiert. Hier werde ich vielleicht wirklich noch mal so ein kleines Folgevideo dazu machen, um das wirklich noch mal so ein bisschen näher zu bringen. Das ist ja wirklich ein schwieriges Thema. Aber allerspätestens, ja, wenn endlich mein Glasfaser hier ist, das wird jetzt nicht mehr so allzu lange dauern. Es ist ja entsprechend hier schon alles vorbereitet, nur wegen meinem Altvertrag. Muss ich leider noch ein bisschen warten. Spätestens dann wird auch hier ja sowieso das alles ein bisschen anders werden und werde euch da mitnehmen. Also gerne ein Abo hier lassen, die Glocke nicht vergessen. Dann werdet ihr auch entsprechend informiert. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, freue ich mich natürlich wieder ein Däumchen. Ich kann mir vorstellen, dass viele, viele Fragen sind. Unten in die Kommentare einfach reinschreiben. Ich versuche die natürlich entsprechend zu beantworten. So, das soll es für heute gewesen sein. Ja, wir sehen uns hoffentlich wie immer in der Wochenmitte. Da gibt es die News etc. pp. Also, so long, macht's gut, ciao, ciao, euer Jörg.